Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Planet Nomads. Ja, hier sind wir, da ist unser Cockpit und es gab auch ein Update, fällt mir gerade so ein. Wir können jetzt einen Gleiter machen sozusagen, da gab es so extra Düsen, die im Menü dann dazu gemacht worden sind. Jo, irgendwie ein paar Fehler noch korrigiert und dieser ist es, oder? Könnte sein. Ja, muss man mal gucken dann, ne? Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Anbauteile für gebraucht werden. Keine Ahnung. Muss man dann mal gucken. Das ist das Deckenlicht, ne? Da ist auch nichts neu. Ist hier unten was neu? Das ist irgendwie ein Geländer. Boden. Sieht jetzt nicht so aus. Nochmal eine kleine. Das sind alles Konstruktionsteile. Scheinwerfer. Ein Gelenk, eine Drehachse, das ist ein Mobil Base Wheel, keine Ahnung. Winch Tackle, keine Ahnung, was das ist. Winch, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Muss ich jetzt nachgucken, was Winch heißt. Medium Med Bay, okay. Suspension haben wir da, die müssen wir erst machen. Large Suspension, okay. Ach, das ist das neue Teil. Wir brauchen nicht den Jack, sondern wir brauchen den Pad zum Fliegen dann. Dann brauchen wir erst das Frontlicht. Okay. Das Searchlight Top Mount. Nee, das nicht, sondern das brauchen wir. Da brauchen wir wiederum den Winch. Der war da. Für den Winch aus Suspension. Also die Federung. Dann müssen wir die erst bauen. Okay, machen wir das doch. Die haben wir schon da ausgewählt, aber wir brauchen da noch was, denke ich mal. Oder? Ne, wir können erstmal bauen. Wir probieren das erstmal aus. Nummer 9. Aber nee, das sieht man schon. Wenn wir das da dran bauen, gehen wir ein Stück weg. Dann werden sich die Räder aneinander reiben. Das wird nicht funktionieren. Na, der dahin und der dahin. Dann gehen die Räder aneinander. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir brauchen erst so ein Standard-Konstruktionsteil. Dann nochmal auf B und wo ist das Ding? Hier, da ist es. Full Armor Block, okay. Den packen wir da unten irgendwo hin. Hier den Boden brauchen wir momentan nicht. Und dann B weg. T und das zweite Teil ausgewählt. Oh, Entschuldigung, dass ich husten muss. Den machen wir da hin, ja. Und daneben kommt noch einer hin, dann kommt der Motor da drauf, oder? Passt. Und vorne machen wir auch noch ein bisschen länger, ne? Ich glaube auch, ja. So. Ah, wir haben keine Rahmen mehr. Dann brauchen wir neue Rahmen. Gut. Da raus und dann gehen wir rein ins Häuslein und schauen, dass wir noch Rahmen bauen. Okay. Und dann brauchen wir mehr Rahmen. Dann machen wir 8 Stück mal. Lass die laufen. Hier ist nichts mehr dran, ne? Nein. Okay, dann warten wir, bis die fertig sind. Warten wir mal. 2, 3 haben wir. Wie viel brauchen wir denn? Weiß ich gar nicht jetzt. 2 pro Dingens oder einer? Und da brauchen wir bestimmt auch die Platten für. Die können wir auch schon machen. Bestimmt auch 8 Stück. Die Rahmen können wir schon nehmen. Nehmen wir. So, jetzt haben wir sie auch. Und dann lass uns nochmal gucken, oder? So, da ist unser Fahrzeug. Rating geht. Und da denn auch. Vorne die Rahmenteile auf 2. Ne, die Konstruktionsteile. Und dann können wir die auch fertig machen.
Nee, fehlen uns welche. Okay, wir brauchen noch mehr. Oder eben Geräusch. Ist da irgendwo einer? Nein, nein, oder? Glaub nicht. Nee. Gehen wir wieder rein. Gut, dann holen wir die Teile raus. Die Rahmen noch. Und die Platten. Das brauchen wir bestimmt auch, oder? Den können wir auf jeden Fall bauen. Vier Stück pro Federteil. Ne, ich gehe auch von 8 aus. Mach das mal. Und Kompositharz oder Elektronen? Ne, elektronische nicht. Ne, lass uns das erst lieber gucken. Sehen wir gleich. So, da sind die Teile. Können wir fertig machen. Auch fertig. Gut. Und jetzt können da die Federung dran. Die Achsaufhängung. Ist ja, ne, mehr wie nur eine Federung. Ist ja Querlenker und so, ne? Wenn es in einer ist. So, jetzt brauchen wir die Teile da oben. Composite Parts und Mechanical Parts, okay. 4 und 2 brauchen wir pro einen. 16 Mechanicals brauchen wir dann und 8 Composite. Naja, da haben wir zu wenig eingestellt. Müssen wir noch welche nachbauen. Okay, gucken wir mal. Die laufen noch. So, dann nochmal 8 Stück dazu. Einer noch, passt. Und die Composite Parts waren 2, also 8. Haben wir nicht genug Biomasse? Okay, dann müssen wir erst Biomasse noch besorgen. Gut, dann gucken wir da, dass wir da irgendwo. Können wir schon was mitnehmen? Das geht, aber. Nehmen wir erst nicht. Und gut, dann gehen wir raus und brauchen Biomasse. Ja, dann bietet sich doch hier dieser Baum an, oder? Nehmen wir den noch mal. Und Batterie leer. Ist halt ein dicker Baum, ne? Jetzt ist er unten abgehakt, fällt aber nicht um, lehnt sich an die anderen. Weiter geht's. Ja, jetzt nochmal geteilt. Weiß auch nicht, ob wir irgendwie vom Ast erschlagen werden können. Keine Ahnung. Jetzt. Auf jeden Fall fällt es nicht nach uns, ne? Hab's jetzt Glück gehabt. Der Teil ist weg. Dann nehmen wir den. Der weg. Und noch mehr. Ja, ein dicker Part, aber haben wir zerlegt. Da liegt jetzt noch ein Ast, oder? Müssen wir näher ran. Jo. Und nochmal genug Biomasse. Staubt ganz gut, ne? Ist da noch was? Der Stumpf. Können wir den auch abbauen? Jo, geht auch. Wunderbar. Gut, dann. Da ist nichts, ne? Entschuldigung. Und dann packen wir die Biomasse hier mal rein. Und da die 90. Zack. Und jetzt läuft's. Die nehmen wir schon mal raus. Haben wir 5. 6. Wir können ja schon mal noch andere Sachen anstoßen. Ah, da fehlt uns Eisen, alles klar. Machen wir noch 4 davon. Nehmen wir die Teile raus. Ne, jetzt da oben hin natürlich. Komm schon. Haben wir. Und dann gehen wir raus.
und gucken, was wir da weiterkommen. So, da ist die Antriebsachse. Auch fertig. Den fertig. Okay. Und der ist auch fertig. Gut. Jetzt brauchen wir Reifen, ne? Soweit ist er fertig. So, dann die Reifen dran machen. Dann brauchen wir Rahmen. Irgendwie will er da jetzt nicht anpacken. Warum geht das nicht? Okay, da war er gerade. So, jetzt geht's. Okay, das Rad dreht sich so um, alles gut. Da auch noch einer, passt auch noch. Und jetzt fehlen uns die Rahmen, die müssen wir holen. Und dann brauchen wir noch Kompositteile und Fabric. Okay, Mechanical Parts, okay. 2, 2, 1. Wow, ist relativ viel. Gut. Die müssen wir wieder machen. Was ist hier drunter jetzt? Die Rahmen haben wir auf jeden Fall. Und Mechanical Parts. Und da fehlt das Eisen. Okay, dann brauchen wir erstmal Eisen. Und dann müssen wir raus und draußen mal gucken. Na, irgendwo muss Eisen sein, ne? Aber hier unten kriegen wir diese Fabrikteile oder so, ne? Okay, wir haben Durst. Da geht's auch nicht weiter, weil da was fehlt. Erstmal was trinken. Okay, und essen können wir ja auch noch was. Geht ja nur einmal, dann muss er es abkühlen. Erst im Mund leeren, bevor wir es nachstopfen können. Ne? Jetzt. Gut, dann haben wir nichts mehr zu essen erstmal. Und wenn die 29 darunter ist, dann können wir auch schlafen gehen. Ne? Jetzt brauchen wir aber erstmal Eisen. Oder? Da ist was drin. Ne? Achso, hier können wir noch diese Fabrik machen, ne? Aber das ist, fehlt Biomasse, aber da haben wir noch was. Okay. So, da sind auch noch welche drin, ne? Gut, dann. 2. Und jetzt fehlt wieder was. Ja, Biomasse. Biomasse. Gut. Gut, dann was machen wir als erstes? Noch einen Baum abfällen? Nee. Was machen wir? Was machen wir? Ist hier irgendwo eine Pflanze? Kleine? Was sind das für Dinger da hinten? Gehen wir doch mal hin, oder? Oh, hier ist ein Stein, oder? Bauen wir den doch erstmal ab. 2 Eisen, okay. Gibt noch mehr? Ist ein bisschen dunkel. Unter Wasser sieht man kaum was. Das war nix. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da drauf ziele oder nicht, ne? Jetzt gucke ich gerade zur Oberfläche. Ich glaube, das können wir erst lassen. Ja, bringt es nicht im Wasser, ne? Vielleicht tagsüber. Ich glaube, wir holen erstmal Biomasse, oder? Nehmen wir noch einen Baum weg hier. Das wäre sinnig, glaube. Keine Energie wieder im Phaser oder was das auch immer ist. Und da ist der erste ab.
Komm schon. Akku wieder leer. Da fällt er zusammen. Abgekriegt haben wir wohl nicht, aber gut, vorher aufgelöst. Nicht auf den Kopf gefallen. Akku leer, nochmal. Da fällt hinten irgendwo auch was um. Okay. Weg ist er. Aber wirklich weg, ne? Nehmen wir den noch mit. Und dann ist da vorne noch was runtergefallen, da liegt's. Okay. Sind wir schwach auf der Brust. Haben wir alles, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Werden wir eine Runde schlafen und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis dann. Tschüss.